Jetzt werden wir hier doch angegriffen, das ist aber gar nicht so gut. Hör auf damit! Und du auch! Mein Gott, ey, ich wollte gar nicht so einen Stress hier haben eigentlich. Aber gut. Die lassen einem ja auch keine Wahl hier. Du kleiner Penner, Alter. Haut der mir nur ab, der Schweinepriester. Oh, ich hab jetzt ehrlich, ich hab keinen Bock auf die. Ich muss das leider gestehen, dass ich jetzt keine Lust habe, mich mit den kleinen Bastarden anzulegen. Oh, dass sie mich auch immer treffen müssen. Ja, ja, ihr frisst das. Wer jetzt noch? Boah, ey, nervtötend gerade. Erstmal hier schön runter. Wo war das? Hier war was. Ach ja, was soll man machen, ne? Die kleinen Penner hier kriegt man ja nicht so leicht weg. Und manchmal treffen die ganzen Sachen nicht so, wie sie eigentlich sollten. Was ist los hier? So langsam lichten sich wenigstens die Reihen von denen. So. Was heißt so langsam lichten sich die Reihen? Ist natürlich bescheuert. Stimmt natürlich gar nicht. Heißt den Conduit. Mann, und viel Glück dabei. So, du Ratte, Alter. So, den töten wir jetzt aber mal ganz schnell. So einen dicken Brummer, den brauche ich nämlich nicht. Au, au, au. Du Mistteil. Ah, jawohl. Das gibt uns natürlich auch einen Raketenschuss. Nur mal. So, zur Info. Oh, hier haben wir übrigens das nächste Opfer, aber auch wieder stylisch dahin gemalt. So, jetzt hau mal ab da oben, ey, du Penner. Alter, wie die mich gerade ankotzen. Egal, wir hauen erstmal wieder ab hier. Geht nicht anders, wir brauchen Rockets. Boom. Schade, schade. So, du kriegst noch ordentlich einen an der Birne gedroschen. Zack. Das sind aber auch Unmengen, oder? Das sind Unmengen von diesen Bastarden. Den habe ich auch nur so eben erwischt. Alter Finger, ey. Das war's. Jetzt dürfen wir hier diese Stelle untersuchen. Also, dieser Conduit hat echt einen eigenen Stil. Sowas wie Nouveau gestört. Okay, ich brauche... Lass mich raten. Gesicht und Wunden. Wenn's keine Umstände macht. Kein Ding, hier hast du einmal das Gesicht. Okay, bitteschön. Wunden kommen sofort. Nicht nötig, ich hab schon einen Treffer. Der Typ ist ein Drogendealer. Ellenlanges Vorstrafenregister. Such nach seinem Stoff. So erfahren wir vielleicht, warum der Schütze ihn ausgewählt hat. Ja, sein Stoff, ja. Wo haben wir seinen Stoff? Hier haben wir schon seinen Stoff. Heilige!
Heilige, was? Was heilig? Dörfchen, alles klar? Ja, ich hab den Schützen. Warte! Schließ mich nicht auf. Sehr origineller Rat. Da oben ist der Schütze, den packen wir uns dann mal, hä? Und zwar am besten... Nee, nicht hierher. Hier ist nicht gut. Am besten hierher. Oh, wow. Feuer einstellen! Und oder was immer das auf ist. Jeden Fall. So, jetzt können wir zwei Luftsprünge schon machen. Alles gut, alles da. Gut. Ich bin einer von euch. Ich meine, einer von uns. Oh, hinterher dieses Miststück. Mal langsam. Ich will dir nichts tun. Ja, vor allem, wenn du nicht langsamer wirst. Ja, weil du den dann nicht kriegst, ne? Ja, du gehst mir jetzt mal hier nicht mit deinem DUP-Mist auf den Stopp! Penis, ey. Komm zurück! Nett, dich kennenzulernen. Nee. Hast du ihn? Nein, er ist abgehauen. Der Typ ist total weg. Schnell. So richtig schnell. Conduit schnell, Mann. Vergiss den fleischfressenden Todesblick. Das will ich. Nicht gierig werden. Aber irgendwie war das komisch. Kurz vor jedem Schuss ist das Neonschild hinter ihm aufgeflogen. Das ist bestimmt seine Energiequelle. Geh zurück zum Schild, vielleicht findest du was. Siehst du, ihr Bullen treffen oder was? Du müsstest sehen, was der Typ drauf hat, Mann. Wie Laser oder sowas. Wäre echt cool, diesen Move drauf zu haben. Und dann noch den Rauch, wenn ich Augustine treffe. Langsam. Erst müssen wir ihn wiederfinden. So, mach mal hier ein Auto kaputt. Ich brauch mal... Ach nee, brauche ich gar nicht. Eine Rakete habe ich ja noch. So. Hol dir das Zeug. So, jetzt müssen wir zur Plattform des Scharfschützen. Wo er auf uns geballert hat. Ja, was der Typ drauf hat. Der hat schon einiges drauf. Und er ist verdammt schnell. Da hat er auf uns geschossen. Okay, ich bin da. Soll ich nach irgendwas Bestimmtem suchen? Alles, was uns etwas über den Scharfschützen verrät. Also, eins verrät mir dieser Ort schon mal. Nämlich, dass unser Scharfschütze eine Scharfschützin ist. Was? Das müsstest du echt sehen, Reg. Das ist das mädchenhafteste Scharfschützenversteck aller Zeiten. Was soll das heißen? Keine Ahnung, es wirkt einfach alles mädchenhaft. Mädchenkram, der Name Brand in Mädchenschrift in die Wand gebrannt. Und hier riecht es besser als in jedem Attentäterversteck, das du dir vorstellen kannst. Okay, pass auf, schick mir einfach Fotos von allem, was nützlich sein könnte. Und natürlich wusste ich, dass das eine Scharfschützin ist, aber ich will ja nicht alles verraten. Ja natürlich, wir fotografieren erstmal die Unterwäsche. Okay, die gehören definitiv höchstwahrscheinlich einer Frau. Pff, Experte, hä? So, Stiefel. Okay, sieht mir tatsächlich nach Damenschuhen aus. Ja, die sind kleiner als Kinderschuhe. Ein Roman. Echt jetzt? Ein Serienmörder, der Jane Eyre liest? Na klar, Jane Eyre ist wie der Fänger im Roggen für Frauen. Was müssen wir noch? Brand, das ist Brand. Brandzeichen noch. Ich frage mich, wer Brand ist. Da bin ich überfragt. Und sonst noch was Interessantes? Nur die Ruhe, ich suche ja. Ja, gibt's hier noch was Interessantes? Ich würde sagen, das ist interessant. Und es ist auch interessant, nicht dieses halbe Gesicht, was man da sieht, sondern da unten hat noch jemand, also ist die andere Hälfte von dem Gesicht, wenn man das jetzt übereinander legt. Ja, seht ihr ja schon, da kommt ein ganzes Gesicht raus. Sehr geil, werden wir auch fotografieren. Interessant, hast recht. Ist weit hergeholt, aber vielleicht gibt die Datenbank mit etwas Glück bei dem Namen Brand irgendwelche Querverweise aus. Weißt du, wenn ich Rauch und Laser hätte, könnte ich bei uns im Wohnzimmer tolle Lichtshows veranstalten. Oh, Superkräfte mal sinnvoll genutzt.
Hier, aber mehr können wir jetzt auch nicht machen. Ich habe gerade an die BHs gedacht. Lass das, okay? Ernsthaft, lass es. Ja, können wir ja nur okay, hier hin. Wenn ich Augustin erwische, kommt erst Wumm, Rauch. Und wenn sie dann in den Seilen hängt, Bang, Bang, mit der Lasershow. Ein Plan ist immer gut. Tja. Im Moment. Hey, ein Treffer beim Foto. Er heißt Brent Walker. Vor 2 Jahren wegen Drogenbesitzes verhaftet. Jetzt kommt's. 2 Monate später tot in einer Gasse gefunden. Todesursache, einzelne Stichwunde, unbekannter Herkunft in der Brust. Ich schicke dir die Adresse. Ja, unser Mädel mag definitiv keine Drogendealer. Sieht so aus. Trotzdem seltsam, Mann. Wenn sie einfach nur Drogendealer umbringt, warum klingt es in den Nachrichten so, als würde sie wahllos Leute umbringen? Als könnte es jeden treffen. Ja, und weiter? Na, man sollte doch meinen, dass DOP würde wollen, dass jeder weiß, dass die Morde nicht wahllos sind. Dass niemand in Gefahr ist, außer Drogendealer. Dann gäbe es auch weniger Panik. Was willst du sagen? Dass das DOP den Leuten Angst machen will? Ihr Job ist doch, Panik zu verhindern. Ja, klar ist das ihr Job, aber sie machen einen schlechten Job, wenn sie Panik verhindern wollen. Wer weiß schon, was hinter der ganzen Sache steckt. Aber diese Augustine ist natürlich eine ziemlich ätzende Kuh. So, ich hoffe, wir kommen weg hier. Lass los! Wir wollen nämlich zum nächsten Missionspunkt. So, in diese Richtung. So, noch ein Stück, dann sind wir schon wieder bei der nächsten Mission. Und hier lassen wir uns mal fallen. Okay, bin in der Gasse, aber hier sind schwer bewaffnete Schläger. Sieht nach Drogengeschäft aus. Ich mache ungern einen auf Kopf, aber es ist die Pflicht jedes Bürgers einzugreifen, wenn er ein Verbrechen sieht. Also meinst du, ich soll jetzt Leute mit meinen Kräften umbringen? Ich hab nicht umbringen gesagt. Misch sie nur auf, mach ihnen Angst. Vergessen wir den Typen. Nein, wir bringen sie doch um. So, weg mit euch. Wer ballert da noch so doof hier? Bist du dahinter oder was? Das DUP ist natürlich auch wieder da. Darf nicht fehlen. Hallo, haust du mal nicht ab, Trüb? Das mag ich nicht. Okay, dann explodiert halt die Karre. Dann ist er auch weg. Nein! Schlag! Kaboom, Baby! So, das machst du nicht nochmal. Das kann ich ja gar nicht leiden. So, war's das jetzt? Ich hoffe doch. Ah, hier können wir einfach durch. Hast du die Drogen vernichtet? Nein, das waren nicht meine. Und es ist meine Bürgerpflicht, das Eigentum anderer zu respektieren. Nein, die Drogen haben wir nicht vernichtet. Ratch, das müsstest du sehen, Mann. Unsere kleine Rennmaus ist ein Tagger. Und zwar ein verdammt guter. Toll, aber vergiss nicht, sie ist doch eine Mörderin. Okay? Und zwar auch eine verdammt gute. Das sieht so genial und spektakulär aus mit diesem Neon. Richtig, richtig geil. So, dann wollen wir mal Fotos schießen. Sie kann toll Altare schmücken. Irgendwie ist das rührend. Naja, das muss nicht unbedingt was Gutes sein. Aber man sollte Kerzen nicht unbeobachtet brennen lassen. Ja. Du musst zugeben, ihr Wirbel ist genial. Und hier haben wir auch noch was. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt unserer Tour. Okay, das ist komplett irre. Okay, die Kleine holt sich Essen zum Mitnehmen und setzt sich dann hierher zu Neon Brand und erzählt ihm, wie ihr Tag so war, während sie ordentlich reinhaut. Olaf hat übrigens einen Laden auf dem Alaskan Way.
Angeblich mit einem der größten Neonschilder der Stadt. Wenn ich Neonkräfte und Hunger auf Fischsuppe hätte, würde ich darum hängen. Bin unterwegs. Alles klar, dann müssen wir jetzt zu diesem riesigen Neonschild. So, zack. Mission abgeschlossen, dem Licht auf der Spur. So, jetzt gehen wir zur nächsten Mission noch rüber. Saugen erstmal die ganze Kraft hier aus. Ach hier, unser Freund. Und tschüss. Ja, tut mir irgendwie nicht leid um ihn. Scheiß Drogendealer. Weg ist weg, ne? Weg ist weg. So, hier durch, hierher. In dieser Richtung. So, ich hoffe, wir kommen jetzt hier irgendwie per Lüftungsschacht nach oben. Ja, da ist schon einer. Weil wenn wir über die Häuserdächer uns bewegen, sind wir um einiges schneller. So, und hier natürlich auch. Schön mitnehmen, damit wir unsere Raketen wieder schießen können. Und da hinten. So, hier wäre dann die nächste Mission. Aber ich glaube, wir machen hier eine kreative Pause. Die Session ist auch extrem lang gewesen. Jetzt muss ich das Ganze noch zurechtschneiden, rendern, hochladen. Ja, das Spielchen kennen die Let's Player schon. Ja, ich hoffe, euch gefällt dieses Let's Play von Infamous Second Son. Es ist echt ein verdammt spektakuläres Spiel mit extrem genialen Effekten. Also eine Augenweide. Und die Story kommt auch so langsam aber sicher ins Laufen. Die ersten Folgen waren ja richtig storylastig. Die nächsten danach waren mehr actionlastig. Aber jetzt geht die Story wieder so ein bisschen in Schwung. Und ja. Wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt's. Ich bedanke mich selbstverständlich fürs Zuschauen und sage Rinjahauen. Bis zum nächsten Mal.